Mieses Wetter heute, würde ich sagen. Aber was macht man bei miesem Wetter? Shoppen gehen. Ich freue mich. Gutes Thema. Geld? Was? Nein. Annika? 500 Euro. Da kann ich gut was mit anfangen. Ich bin weg. Wo geht's nochmal jetzt nach M genau? Ich bin jetzt gerade von Lingen mit dem Zug nach Meppen gefahren. Mittlerweile sitze ich im Bus nach Emmen und weil ich nicht genau weiß, wie ich da vom Busbahnhof in die Stadt komme, habe ich schon mal im Handy nachgeschaut. Vom Emmener Busbahnhof bis in die City ist es nicht besonders weit. Das kann man ganz gut zu Fuß laufen. Da ich jetzt noch 10 Minuten Zeit habe, habe ich schon mal nachgeguckt, wie lange das Ganze mit Auto dauert. Der Zug bzw. der Bus von hier nach Emmen braucht jetzt ungefähr eine Stunde. Mal gucken, ob wir beide das auch hinkriegen. Natürlich unter Einhaltung der Verkehrsregeln. Ich sitze jetzt gerade im Auto und bin auf dem Weg nach Emmen. Ich habe ungefähr jetzt die Hälfte der Strecke geschafft. Das sind grob 24 Kilometer. Im Kopf habe ich mir jetzt schon mal so ein bisschen ausgerechnet, wie teuer das Ganze werden könnte. Wenn wir jetzt einen Spritpreis von ungefähr 1,35 nehmen und ich rechne den Durchschnittsverbrauch, den mein Bordcomputer mir im Auto anzeigt, dann sind wir für eine Strecke bis nach M ungefähr bei so 7 Euro. Mit Bus und Bahn sind wir für eine Strecke schon bei 9 Euro. Aber was wir natürlich bei unserer Autofahrt beachten sollten, sie ist erstmal günstiger, aber es kommen natürlich noch die Parkkosten auf uns zu. Ich bin jetzt erstmal gespannt, wie Bus-Annikas Fahrt so war. Und wie war's? Och, eigentlich ganz angenehm. Und günstig war's natürlich auch. Und bei dir so? Klar, aus Lingen raus, nach M rein, war es ein bisschen anstrengend, viel Verkehr und so, aber ansonsten war es ganz gut. Spritverbrauch war natürlich ein bisschen höher, von daher die Kosten, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden mit der Fahrt. Tja, dafür bleibt für mich jetzt mehr Geld zum Shoppen. Hey, warte. Würde ich ja gerne, aber du brauchst ja viel zu lange, um mal hier einen Parkplatz zu finden. Also, ich bin weg. Ja, das stimmt natürlich. Mit den Parkplätzen ist das hier so eine Sache. Ich hatte heute zwei Parkplätze zur Auswahl. Einmal den Parkplatz Ost und einmal den Parkplatz Westerstraat. Vorteil beim Parkplatz Ost, er ist umsonst, liegt dafür aber auch relativ weit außerhalb. Deswegen habe ich mich jetzt für den Parkplatz an der Westerstraat hier entschieden. Der ist ziemlich zentral mit 2 Euro pro Stunde Parkgebühren, allerdings auch nicht gerade billig. Aber ich bin fast in der Shopping Mall angekommen und ich würde sagen, los geht's. Just a young girl with a quick fuse. Die Mall ist echt schick und man findet so ziemlich alles an Geschäften. Das ist natürlich super, falls es regnet. Auf der anderen Seite ziemlich doof, wenn schönes Wetter ist und man vielleicht lieber durch eine Innenstadt flanieren möchte. Übrigens, der Wochenmarkt ist immer freitags und donnerstags kann man sogar bis 21 Uhr shoppen. Jeden letzten Sonntag im Monat ist verkaufsoffen. Da kann man dann von 13 bis 17 Uhr einkaufen, bis man so vollgepackt ist wie ich. So, ich muss mich jetzt aber auch so langsam ein bisschen beeilen, denn es ist gleich 17.15 Uhr und das heißt für mich, der letzte Bus fährt. Na, da hat sich der Shopping-Trip aber gelohnt, hä? Ja, das denke ich mir. Ich finde, das ist eine ganz gute Ausbeute, die ich da stehen habe. Was hältst du davon? Soll ich dich nicht mit Auto mitnehmen? Dann musst du nicht wieder Bus fahren. Warum eigentlich nicht? Klingt nach einem Plan, würde ich sagen. Alles klar, los geht's. Aber deine Tüten, die trägst du selbst. Ja, ich trage selber. Kommst du? Ja, ich bin schon unterwegs. So, ich bin jetzt gerade auf dem Rückweg aus Emmen und ich würde sagen, wir machen mal einen kleinen Kassensturz. Die hier sind auf jeden Fall fürs Shoppen draufgegangen, aber ich rechne mal ganz kurz zusammen, was ich für die Fahrt bezahlt habe. Und zwar fangen wir mal mit Bus und Bahn an. Da habe ich pro Strecke 9 Euro bezahlt, das heißt, es macht zusammen dann 18 Euro.
Wenn ich mit dem Auto nach Emmen fahre, bezahle ich pro Strecke ungefähr 7 Euro. Das macht zusammen nachher 14 Euro. Hört sich erstmal günstiger an, ist es erstmal auch. Nur ich muss natürlich die Parkkosten berechnen. Und die sind in Emmen, wenn ich zentrumsnah parke, mit 2 Euro pro Stunde nicht gerade günstig. Klar, ich kann mir auch außerhalb einen Parkplatz suchen, der dann umsonst ist. Aber da muss ich natürlich lange Laufzeiten in Kauf nehmen. Also, wenn ich zentrumsnah sein möchte und möglichst günstig dabei wegkommen möchte, dann würde ich sagen, auf jeden Fall Bus und Bahn. I'm in love with the shape of you.